5, 4, 3, 2, 1. Die Mountainman Tour machte zum ersten Mal Halt auf den Pastouren. Beim Wintertrail ging es über 4 verschiedene Distanzen, 10, 21, 30 und 42 Kilometer. Und diese konnten mit oder ohne Vierbeiner bezwungen werden. Wobei wir bei der längsten Strecke 2800 Höhenmeter auch noch dabei haben. Also das sind richtig knackige Strecken und da ist richtig was geboten. Und wir haben 400 Starterinnen und Starter aus Österreich, Deutschland und auch noch aus vielen anderen Ländern. Und ja, es ist richtig super. Also jetzt kommt die Sonne hinten raus. Es ist richtig super. Um 7:30 das erste, den ersten Start gehabt und es passt perfektes Wetter. Das Start- und Zielgelände am Pastouren ist Ausgangspunkt für fordernde Trails auf Skipisten, durch Wälder, an Almen vorbei und das auf bis zu 2000 Meter Seehöhe. Der Wintertrail am Pastouren ist ab sofort Fixpunkt in der Mountainman-Serie. Ja, wir haben 6 Rennen übers Jahr verteilt. 2 Winter-Events eben, jetzt mit Mitterseel eben neu und Reit im Winkel. Und dann haben wir noch 4 Sommer-Events, auch eins in Reit im Winkel, eins in Großaal, eins in Nesselwang. Und dann haben wir immer so in der Vorweihnachtszeit bei uns, wir sind ja aus Franken, noch bei uns in der Nähe quasi so unseren Home-Run. Aber auch Event mit 1000 Teilnehmern, aber natürlich nicht vergleichbar mit den Höhenmeter und Strecken, die es hier gibt. Bei diversen Labestationen konnten sich die Teilnehmer stärken und sofern noch Zeit blieb, auch die traumhafte Kulisse genießen. Eine Sportveranstaltung mitten im Skigebiet am Pastouren erfordert viele Helfer und gute Zusammenarbeit aller Beteiligten. Kitschi und auch der Tourismusverband in Mitterseel, das ist eine traumhafte Zusammenarbeit, muss man ganz ehrlich sagen. Also da hat sich, wir sind seit 2 Jahren schon in Kontakt und am Planen und alles vorbereiten. Und es ist wirklich, also man kann keinen besseren Partner eigentlich haben, weil wir brauchen hier ja wahnsinnige Unterstützung. Ja. Wir brauchen die Bergbahnen, die müssen, seit heute Nacht um 4 sind die unterwegs mit den Pistenrauben, präparieren noch einmal die Strecke und fahren uns überall hin mit dem Skido, wo wir hin müssen, weil wir selber wären da irgendwo ziemlich gebunden. Die absolut schnellste Dame über die 42 Kilometer war mit China Tatjana aus Deutschland. Sie benötigte 5 Stunden, 5 Minuten, 50,8 Sekunden. Nur 4 Stunden, 41 Minuten, 25 Sekunden benötigte Matthias Glocker vom SV Tristach. Nachdem die Premiere des Wintertrail am Pastouren ein voller Erfolg war, wird es nächstes Jahr eine Fortsetzung geben. Nein, wir haben das jetzt einmal für 3 Jahre unterschrieben und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Aber so, wie es sich jetzt einmal anlässt, glaube ich, haben wir noch Potenzial nach oben. Wir haben 350, so war ein bisschen so die Hoffnung. Wir sind über 400 Starter. Also das erste Jahr ist schon mal gesichert und kann noch mehr nach oben gehen. Also wir haben Potenzial und wir freuen uns auf die nächsten Jahre schon.